Schalenken nennen die Allgäuer die großen Hörnerschlitten aus Holz, die früher den Bergbauern geholfen haben, Milch, Heu und Holz zu befördern. In Wörthach wird das traditionelle Schalenkenrennen seit 1982 am Burenlift durchgeführt. Doch um an diesem Rennen teilnehmen zu können, bedarf es an viel Mut und Überwindung. Denn es scheint, dass es nicht ganz ungefährlich ist und manche froh sind, wenn sie mit einem blauen Auge davonkommen.